Unrecht an die kommunistische Bedrohung glauben will, gilt als Vaterlandsverräter. Die Demonstrationen gegen die Wiederbewaffnung werden von der Westwochenschau weitgehend verschwiegen. Einer der Demonstranten, der junge Kommunist Hermann Krüger. In den letzten Monaten des Krieges musste er noch im Volkssturm kämpfen. Wir dachten, jetzt bricht die Welt des Friedens an und so wollen wir das. Und das war auch unmittelbar ein Eingriff in unsere ganz persönlichen Vorstellungen von der Zukunft. Das hat sich damals bei mir in Angst umgeschlagen. Ich dachte, um Gottes Willen geht das schon wieder los. Der sowjetische Diktator Josef Stalin will die Eingliederung der Bundesrepublik in ein westliches Militärbündnis verhindern. Im März unterbreitet er den drei Westmächten ein scheinbar verlockendes Angebot. Deutschland soll als neutraler Staat wiedervereinigt werden. Die DDR-Medien berichten: Den Wortlaut der bedeutungsvollen sowjetischen Vorschläge erfuhr ganz Deutschland zuerst durch den demokratischen Rundfunk. Deutschland wird als einheitlicher Staat wiederhergestellt. Sämtliche Streitkräfte der Besatzungsmächte müssen spätestens ein Jahr nach Inkrafttreten des Friedensvertrages aus Deutschland abgezogen werden. Wir fanden es damals einen absolut weitgehenden, für uns auch etwas befreienden Vorschlag, weil, ja, was gab es dann jetzt eigentlich noch dagegen? Herr Stalin hat ja in seiner Note alles vorgeschlagen, ja, was eigentlich keiner vorher bestritten hat. Eine UN-Kommission zur Prüfung künftiger gesamtdeutscher Wahlen darf allerdings nicht in die DDR einreisen. Die Westalliierten lehnen die Stalin-Noten ab. Die Westbindung ist im Dezember noch einmal Thema im Bundestag. Das Parlament soll die deutsch-alliierten Verträge ratifizieren. Der Kanzler wirbt mit großer Leidenschaft um Zustimmung. Es ist die Schicksalsfrage Deutschlands. Wir stehen vor der Wahl zwischen Sklaverei und Freiheit. Wir wählen die Freiheit. Adenauer sagte damals den berüchtigten Satz, lieber das halbe Deutschland ganz, wie das ganze Deutschland halb. Ja, das war die Politik des Westens. Das heißt, man wollte gar nicht probieren.